Ich grüße euch, meine Freunde. Peace. Ich hab's jetzt endlich geschafft. Ich bin jetzt auf dem Weg an der Ostsee. Meine Kinder kommen morgen mit dem Zug mit Oma und Opa nach. Ich bin heute schon mal vorgefahren, heute zum Freitag vor Pfingsten. Es war keine gute Idee. Ich habe jetzt, keine Ahnung, für 280 Kilometer gefühlt fast, also nicht gefühlt, sondern wirklich fast 4 Stunden gebraucht. Ich bin jetzt hier ein Stückchen über Berlin. Ich bin jetzt hier gerade durch Rheinsberg gefahren. Also es war jetzt eine schöne Stadt. Aber ja, in der Stadt hält mich jetzt nicht so viel. Ich will da in den Wald. Hier sind noch ganz viele andere Seen, habe ich gesehen auf der Karte. Ich habe nämlich mir vorgenommen, irgendwo hier draußen zu pennen. An irgendeiner Badestelle oder sowas oder im Wald, keine Ahnung. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich bin halt nur, blöd gesagt, gezwungen, irgendeinen Unterschlupf zu finden, wie eine Wetterschutzhütte oder irgend sowas, da ich jetzt kein Tarp habe oder irgend so ein Zelt. Zelt habe ich nicht mitgenommen, also Zelt habe ich, aber habe ich nicht mitgenommen. Und ja, also noch ist schönes Wetter, aber vor uns waren ganz schön viele graue Wolken unterwegs. Müssen wir uns einfach überraschen lassen oder ich muss mir dann was suchen. Zur allergrößten Not habe ich auch im Auto hier hinten meine Matratze. Aber wenn ich jetzt hier noch ein paar Kilometer durch den Wald hirsche und zu den Seen. Ich meine, wir haben es jetzt, Moment, es ist jetzt 8:30. Es ist jetzt 8:30. Wenn ich Glück habe, habe ich noch eine Stunde Zeit, hier ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Das will ich eigentlich noch nutzen. Ich wollte eigentlich schon viel eher da sein, aber ich war mit meinen Kindern noch bei der Musikschule. Das war alles gut. Und ja, da war halt noch Stau und so, aber ist ja auch scheißegal. Ich will jetzt auch gar nicht schmeckern und so. Ich bin jetzt hier, morgen geht's an der Ostsee mit den Kindern, mit Oma und Opa. Habe ich voll Bock drauf. Jetzt werde ich meine Tasche packen, meinen Rucksack besser gesagt. Als Proviant habe ich jetzt noch mein angeknabbertes, selbstgebackenes Brot. Das ist nicht mehr allzu viel. Und mein Wildpflanzen-Smoothie. Dann habe ich mir heute auch noch einen neuen Wasserfilter gekauft. Oder meinen ersten Wasserfilter, den ich überhaupt mal so habe. Sonst habe ich das immer einfach so direkt aus dem Bach oder sowas getrunken, aber ich habe mir jetzt immer vorgenommen, so einen Wasserfilter mir zu kaufen. Der ist jetzt von Camelback. Keine Ahnung, ob das jetzt was Gutes ist. Ich wollte eigentlich den von Bachgold, den der Enno Seifried auch immer benutzt, falls ihn jemand kennt. Cooler Typ auf jeden Fall. Werde ich mal verlinken, den seinen Kanal. Der macht das echt gut, deswegen, der hat mich auch so angefixt, damit hier mit draußen pennen. Und ja, auf jeden Fall packe ich jetzt meine Tasche mit nicht allzu viel Essen. Mal gucken, was hier draußen so wächst, ob ich mir da noch was Schönes mache oder wir werden einfach sehen, wo es mich jetzt so hin verschlägt. Also das war eine richtige Scheiße. Von mir hier irgendwo pennen zu wollen. Ich habe jetzt schon mal einen Standort gewechselt. Aber hier sind unwahrscheinlich viele Mücken. Also wirklich ohne Scheiß, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, schwirren hier bestimmt um mich hier unten drumherum 200 Mücken. Das ist krank. Also ich habe mir jetzt auch schon eine lange Hose angezogen hier, meine Hosenbeine und meine Jacke. Aber das ist übelst nervig. Wir sind ja auch gerade 2 Frauen entgegengekommen, ganz easy peasy, also ich weiß nicht, wie das die Leute hier alle machen, ob die sich hier alle in Autan einlegen oder so. Ich habe keine Ahnung, verratet mir bitte euer Rezept. Oh ey, also wenn es so weitergeht, dann muss ich hier wirklich irgendwo komplett woanders hinfahren, weil dann kann ich doch hier nirgendwo in Ruhe pennen. Weil dann immer irgend so eine verkackte Mücke eben am Ohr rumsummt. Also das ist wirklich krass. So habe ich das noch nie erlebt. So, wirklich so intensiv. Und da habe ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Aber naja, lass mal. Und hier sitzen schon wieder, bam, saßen schon wieder 2 jetzt auf meiner Hand, ey. Lass mal hier, ey, haut ab. Wirklich. Oh Gott. Nee, also sorry Leute, ich breche das jetzt hier ab, also zumindest in dem Wald jetzt hier irgendwie zu pennen. Das ist mir wirklich echt absolut viel zu nervig. Da kriege ich wirklich nur einen Ausraster und will hier alles abfackeln, weil mir die Viecher hammerhart auf den Sack gehen. Also das ist wirklich krank hier. Ich meine, wir wohnen ja auch direkt an der Saale, am Gewässer.
Aber bei uns ist ja eigentlich gar nicht. Hier sind, glaube ich, gefühlt alle Mücken von Deutschland, die es gibt. Also unterirdisch. Naja, gut. Muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Wo ich jetzt hier hinfahre, muss ich jetzt hier mal die Karte studieren, wo hier irgendwie nicht so viel Gewässer ist, wo ich mich hin verpissen kann. Ich denke, ich habe mich jetzt weit genug entfernt von den Mücken. Also wir haben es jetzt mittlerweile 9:30. Wenn ihr da jetzt gerade so schön habt husten hören, das waren hier so eine Herde Kühe. Die stehen hier so tiefenentspannt rum. Das sind, ich weiß nicht, vielleicht 20 Tiere. Schöne Herde auf jeden Fall. Und ich bin jetzt hier mitten auf der Wiese. Weide sozusagen. Hier dürfte jetzt theoretisch weit und breit kein Gewässer sein oder so, wo mir irgendeine Mücke auf den Sack gehen kann. Und hier suche ich mir jetzt eigentlich mal ein schönes Schlafplätzchen. Hoffentlich. Also ein Hochsitz oder so, das wäre geil. Naja, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall fliegen hier schon wunderbar die Junikäfer durch die Gegend. Die unterhalten sich. Immer quer durchs ganze Tal gepflegt. Ja, besser als so ein Hahn, so eine Kuh. Also hier hinter mir, seht ihr es vielleicht etwas in der Kamera, habe ich jetzt einen Hochsitz gefunden. Das wird mein, ich sage mal, Notbehelf. Und ich gucke einfach mal hier, ob ich ja sonst irgendwo eine schöne Stelle finden kann, um unter freiem Himmel zu pennen, weil es doch irgendwie so aussieht, als würde es nicht regnen. Die Kühe, geil, die blägen hier echt übelst durch die Gegend. Satz mit X, das war wohl nix. Von wegen keine Gewässer, wenn ich mich hier noch weiter so umgucke, ist ja trotzdem alles voll mit irgendwelchen Tümpeln und so weiter und so fort. Ich werde jetzt einfach wieder den ganzen Weg zurück zum Auto gehen, weil da war es, wie gesagt, relativ mückenfrei, und dann werde ich mich dort irgendwo hinhauen und dann gucken wir halt morgen hier mal lang. Ich denke mal Vormittag oder so oder gleich früh werden die Mücken nicht so nervig sein. Also das ist wirklich, ich wiederhole es nochmal, ultra krass. Wie die Leute hier Urlaub machen können, da vorne auch auf dem Campingplatz. Also da musst du dich doch, wie gesagt, einfach nur komplett in Autan einlegen oder die ganze Zeit im Moskitonetz rumlaufen. Das kann doch dann eigentlich kein schöner Urlaub sein. Aber gut, jeder wie er es mag. Auch eine schöne Begegnung hatte ich jetzt hier noch mit zwei Füchsen. Die sind hier vor mir hergelaufen und haben mich die ganze Zeit beobachtet. Das ist natürlich hier schon, ja, kurz vorm richtig hart dunkel sein. Da hinten seht ihr noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Und das ist natürlich genau die richtige Zeit für die Füchse. Aber das war gerade sehr schön. Es ist auch noch übelst warm und ich habe hier meine langen Sachen an. Ich schwitze mir auch übelst den ab. Und alles nur wegen diesen verkackten Mücken. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Es ist, keine Ahnung, um 6 oder irgend sowas.
Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Wir haben es, glaube ich, 8, 9 Grad oder irgend sowas. Und ja, was soll ich sagen, es war eine schöne Nacht auf jeden Fall. Mich hat ein Vogel fast vollgekackt, hier auf meinen Schlafsack, Sack, 10 cm, dann hätte er mir voll auf den Kopf gekackt, aber alles gut gegangen. Da vorne sind die Kühe, die sind auch schon wach. Herrlich, schönes Vogelgezwitscher, ein wunderbares Waldradio. Das war gestern alles noch ein bisschen komisch hier. Ich hatte mir jetzt hier mein Auto hier noch zu dem Hochsitz hergeholt. Ich bin dann wieder zurückgelatscht, habe das Auto hergeholt, weil ich ewig hin und her überlegt habe, was ich nun mache. Ich hatte erst versucht, hier geht's schon wieder los mit Mücken, ey. Ich hatte erst versucht, hier unten zu pennen, aber da kamen dann abends doch so viele Mücken. Und dann habe ich geguckt hier oben in dem Hochsitz, ob ich da hätte drinnen pennen können. Aber da ist irgend so eine komische massive Holzbank drinnen, die sich da der Jäger reingezimmert hat, sodass ich mich da in eine L um der Ecke hätte legen müssen und dann hätten die Füße hier oben rausgeguckt. Also das wäre auch ganz komisch gewesen und garantiert irgendwie nicht bequem. Da habe ich hier noch ewig gechillt und überlegt, was ich jetzt mache. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, bin ich einfach zurückgegangen und habe mein Auto hierher geholt. Da ich ja hier auch noch eine Matratze drin habe. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich hau jetzt die Matratze hier raus. Scheiß auf die Mücken. Zum Glück ging es dann. Und ja, es war eine sehr entspannte Nacht. Dann sind hier noch so drei fette Kraniche direkt über mich drüber geflogen. Mit ihrem Geschrei, wie ich gestern, glaube ich, auch gefilmt habe. Wie man jetzt vielleicht auch manchmal noch hört. Die schreien jetzt auch hier noch schön. Und ja, jetzt werde ich hier meinen Gelumpe zusammenpacken. Ich hatte hier die Fahrräder noch von den Kindern mit rausgehauen aus dem Auto. Falls es in der Nacht hätte gepisst, dass ich noch schnell hier mich ins Auto hätte verkrümeln können. Aber das brauche ich ja nur alles nicht. Deswegen räume ich das hier alles wieder ein bisschen ordentlich rein. Und werde dann hier gleich mal ein bisschen loswandern. Das war nur alles, wie gesagt, ein bisschen anders geplant. Aber zum Glück habe ich jetzt hier auf der Matratze geschlafen, sage ich mal. Sonst hätte ich jetzt, glaube ich, auch übelste Körperschmerzen. So auf dem blanken Boden, nur mit diesem dünnen Schlafsack. Das wäre wieder des Todes geworden. Aber alles gut. Es war eine sehr schöne Nacht. Ich räume jetzt zusammen hier, putze meine Zähne und dann geht's los. Jetzt das Seen- und Tümpelgebiet hinter mir gelassen. Laufe jetzt, war jetzt gerade hier am Waldrand entlang. Hier vorne erstreckt sich schon wieder so eine schöne große Heidewiese vor mir. Und das ist alles ja sehr schön hier. Auf jeden Fall schöne Gegend. Hätte ich so gar nicht gedacht. Ich weiß halt gar nicht, wann ich das letzte Mal hier oben war. Ich halte mich eigentlich immer so südlich von Deutschland auf halt Bayern, Franken. Da, wo die großen Wälder sind und da fliegen gerade zwei Kraniche los. Also die Kraniche sind hier wirklich überall, die hörst du auch immer pflegen. Warte, wenn ich es jetzt drehe, vielleicht seht ihr die. Sieht man die dort fliegen irgendwo? Ich weiß gerade nicht, ob ich es aufgefangen kriege mit der Kamera, aber es ist eine sehr schöne Landschaft hier, wirklich. Also richtig cool, sehr viel Sand, läuft sich ein bisschen blöd, aber das ist jetzt so. Und ich bin jetzt an einer Weggabelung, wo ich eigentlich gerade gar nicht weiß, wo ich so wirklich lang muss. Hier hinten muss irgendwo der Kalksee sein. Was ist hier hinten irgendwo da vorne? Da ist auch die Boltenmühle. Also gehe ich jetzt einfach mal den Weg lang. Da ist auch die Boltenmühle. Die hatte ich unterwegs schon mal ein Werbungsschild gesehen vom Auto aus. Und ja, wenn die jetzt hier gerade so relativ in der Nähe ist, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da hinlaufe. Lassen wir uns überraschen, was das jetzt hier für eine Tour wird. Die will ich mir einfach mal angucken. Und ja, dann schauen wir mal.
Teilchen unterwegs. Ich kriege langsam Hunger und Durst. Und aber hier am Wegesrand, dort, sieht man das auf der Kamera? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ist ein altes Gehöft. Ein bisschen sieht es aus wie ein Lost Place. Die Lage ist absolut Hammer. Ich meine, guckt es euch an hier. Da zu wohnen, mitten hier in der Pampa, ein absoluter Traum. Wenn da niemand wohnt, raste ich aus. Ich gucke da jetzt mal hin, ob das bewohnt ist, aber irgendwie sieht es wirklich irgendwie ein bisschen leerstehend aus. Ich bin sehr gespannt, was mich dort erwartet. Also allzu lost ist es leider doch nicht, es sind frische Reifenspuren da und es hängt doch eine Kette davor mit Privatgrundstück. Aber ich meine, guckt euch die Lage an, absoluter Hammer, ey, Wahnsinn. Da wird man richtig neidisch, richtig krass. Hier würde ich sofort einziehen, hier hättest du absolut deine Ruhe. Traumhaft, richtig geil. Auch gleich wieder übelste Mücken. Hier vorne war gerade jemand baden. Ich habe den nochmal gefragt, wie der das aushält und so. Er hat gesagt, das geht ja noch. Also um mich waren da schon wieder 100 Mücken ringsherum. Ich habe mich hier jetzt wieder verpisst. Ich habe mal meinen Wasserfilter schnell ausprobiert. Perfekt, läuft gut das Ding. Aber gefrühstückt habe ich jetzt immer noch nicht. Aber ich wollte mich jetzt hier auch nicht hinsetzen und mich den Mücken wieder gnadenlos ausliefern. Dann kann ich nicht in Ruhe essen. Das geht mir, dann wird er auf den Sack. Da fliegt der Reiher wieder los. Oh, herrlich, also die Leute hier hinten ist Binnewalde hieß der Ort, glaube ich. Ein sehr schöner kleiner Ort hier direkt am See. Wunderbar gelegen. Und ich bin jetzt auf der Suche nach einem schönen Frühstücksplatz, wo mich die Mücken in Ruhe lassen. Aber das wird jetzt hier wieder schwierig werden. Entlang durch den Wald. Das erinnert sich aber auch absolut nicht. Also ich habe mich jetzt hier komplett eingepackt. Ich muss hier auch wirklich durchrennen, denn sobald ich stehen bleibe, habe ich wirklich ungelogen. Oh, hier wächst. Nee, doch nicht. Doch, hier wächst Giersch. Ungelogen 200 Mücken hier am Wanz. Also das. Aber ich will nicht alles wieder 500 Mal erzählen. Es ist an sich hier wirklich sehr schön, richtig geiles Tal. Ein sehr schöner Wald hier, Buchenwald auch größtenteils, mit dem Fluss der Biberbach, der hier durchgeht. Der schlängelt sich ja so übelst geil lang, wunderbar. Dann sollte ich eigentlich zu der Boltenmühle kommen, aber die Mücken hier machen wirklich alles zunichte. Das ist ein bisschen schade, aber das ist jetzt so. Deswegen muss ich mich sputen, um auch wirklich endlich mal was zu essen. Aber ich habe jetzt auch bloß nur noch mein, wie gesagt, mein halbes angeknabbertes selbstgebackenes Brot.
Wasser habe ich mir vorne am See geholt. Aber ich will mich hier nicht hinsetzen. Ich will einfach nicht, weil ich genau weiß, ich könnte dann hier einen Flammenwerfer auspacken. Gut. Sachte, Lennart, immer schön. Sachte. Ich versuche jetzt schnellstmöglich zu der Mühle zu kommen. Obwohl es da sicherlich auch nicht besser sein wird. Oh, hier eine sehr schöne Steinbrücke, die zeige ich euch gleich. Und dann lassen wir uns überraschen. Hier ist ein Weg. Schildweg. Wo muss ich hier lang? Schöner Ort hier, diese Mühle, und man sieht auch, sie beschäftigen sich auch mit Wildkräutern, auch wenn es nicht ganz korrekt ist. Sie Wildpflanzen, aber das ist jetzt dahingestellt. Es ist schön, dass es hier so kundgetan wird auf so einer Tafel. Hier ist es wirklich traumhaft schön. Hier unten haben die wilde Beete, da hinten ist der nächste See, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, der Prizosee oder so. Da stehen Esel. Herrlich. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe jetzt diesen perfekten Platz hier an der Sonne in so einem geilen Strandkorb hier hinten an dem See. Erstaunlicherweise, keine Ahnung warum, oder so ein fetter Hummel jetzt an der Kamera gewesen, geil. Keine Ahnung warum, aber hier ist jetzt irgendwie keine Mücke. Ich weiß nicht, ob hier einfach zu viel Sonne ist oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall alles richtig gemacht. Dass ich mich jetzt hierher geschleppt habe, sage ich mal, hungrig. Und jetzt kann ich hier schön chillen, das genießen, mein Brot essen mit meinem schönen Bruschetta Pesto. Dann habe ich hier auch sogar noch einen kleinen Riegel gefunden mit roter Traube und Granatapfel. Ich habe noch meinen Wildpflanzen-Smoothie von gestern, also ich habe eigentlich nicht wirklich viel gegessen gestern Abend halt noch. Und mein gefiltertes Wasser, also der Filter macht seinen Job, denke ich mal, ganz gut. Also die Wasserqualität da vorne in dem Kalksee war sowieso sehr gut. Und ja, aber ich denke mal, alles in allem macht er schon seinen Job. Ich werde mir jetzt hier das alles köstlich reinmetteln. Und dann werde ich mich langsam wieder gen Auto begeben auf diesen Rückweg. Das ist ja auch nochmal ein ganzes Stück. Ja, meine Kinder sind jetzt auf dem Weg mit Oma und Opa im Zug. Von daher muss ich mich jetzt auch ein bisschen sputen. Ich muss dann noch ein Stück hochfahren bis nach Warnemünde. Das werde ich euch dann natürlich noch zeigen. Wir müssen halt jetzt gucken hier, was jetzt hier auf dem Rückweg noch so Schönes passiert hat. Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere zu sehen. Aber ich werde jetzt erstmal hier köstlich frühstücken in bester Atmosphäre. Geil. Alles richtig gemacht.
Leute, ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Seht ihr dieses Monster? Alter, das ist mal ein Schwefelporling. Zwar schon übelst alt, alles voll mit Mücken, aber guckt euch das Ding an. Wahnsinn. Wuhu. So, dann sage ich mal Tschüss, Boldmühle. Auf jeden Fall ein sehr geiler Ort. Wunderbar, gefällt mir super gut. Und jetzt hier noch zum Schluss auf diesem kleinen Friedhof. Der war auch sehr schön angelegt. Also ja, so kann man sich vorstellen, mal zur ewigen Ruhe gebettet zu werden. Und dann dieser riesige Schwefelporling. Unglaublich, also da kannst du bestimmt eine Woche davon essen, also wenn alles noch gut wäre. Ah, Wahnsinn. So, Rheinsberg, 8,7 Kilometer, da muss ich hin und die Mücken verfolgen mich immer noch, ey, geradeaus. Passieren wird hier, ich einfach nur theoretisch schnurstracks geradeaus laufen werde, ungefähr, keine Ahnung, wie weit das jetzt hier noch ist, 6, 7 Kilometer ungefähr. Wird jetzt hier bestimmt nicht mehr super viel Spannendes passieren. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Allee hier mit super alten Birken. Richtig geil, hier drüben kam gerade noch das Reh aus dem Feld gesprungen. Also das ist hier wirklich sehr schön, was mich auch sehr beeindruckt, halt diese. Ja, dann war wieder der Akku abgeschmiert, wie das dann halt manchmal so ist. Ich möchte euch jetzt hier noch die Rasselbande vorstellen, die mit mir hier auf der Wiese geschlafen hat. Eine wunderbare Herde. Herrlich, ne? Die hat man ja gestern gar nicht so gesehen, weil es dann schon zu dunkel war. Gefällt mir richtig gut, auch dass die Lämmer hier sind. Ne, die Lämmer. Die Kälber. Wunderbar. Ja, also ich bin da jetzt hier angekommen bei meinem Auto, sattel jetzt meine Hühner. Es war hier eine kleine wunderbare Tour. Ich versuche dann auf der Karte euch mal aufzumalen, wo ich so lang gelaufen bin. Also es war wirklich traumhaft. Die Flora und Fauna hier ist herrlich. Auch die ganzen Wildtiere, ja, also wo ich gestern dann hier gepennt habe, als ich dann die Kamera ausgemacht hatte, sind ja dann noch die Kraniche über mich drüber geflogen, drei Stück. Die waren bestimmt plus 4-5 Meter über mir, also das war schon sehr beeindruckend. Dann die zwei Füchse gestern Abend, als ich lang gelaufen bin, das Rehgeplege, die ganze Zeit das Vogelgezwitscher. Man wacht früh auf mit Vogelgezwitscher. Dann laufe ich los, renne vor mir zwei Hasen her. Dann rennt da ein Reh aus dem Feld raus. Also hier ist schon wirklich noch sehr viel Natur und Wildnis. Das gefällt mir richtig gut. Wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. So, aber ich sattel jetzt die Hühner. Ich fahre jetzt hoch an der Ostsee. Meine Kinder sind mit Oma und Opa auch schon auf dem Weg. Ich freue mich riesig, ich habe richtig Bock drauf. Wir sehen uns oben an der Ostsee nochmal. Also bis gleich. Ich bin angekommen an der Ostsee. Herrlich. Dieses Rauschen. Auch unterwegs war wieder herrlich, was Leute alles so mit in den Urlaub schleppen. Da war jemand mit seinem riesengroßen Wohnmobil und hat noch einen Hänger hinten dran gehabt, um sein Auto mitzunehmen. Also das ist immer sehr erstaunlich, wenn ich dran denke, dass ich eigentlich bloß meinen Rucksack brauche und einen Schlüpper. Aber naja, jeder wie er das halt gerne mag. Und ja, Hammer. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Pfingsten, macht euch ein paar schöne Feiertage. Wir machen das hier auch. Und die Möwe dort wahrscheinlich auch. Also Leute, macht's gut.